Guck mal kurz zu mir, Katja. Okay. Okay. Ist es Katja oder ist es Claudio? Ja, ich meine, du hast jetzt das Kunstwerk schon gesehen. Kündigst du mir die Freundschaft? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einer Nachmalen-Challenge mit Katja. Yay, ich bin da. Hallo. Genau, Katja ist bekannt dafür, dass sie extrem gut malen kann und ich glaube, ich habe auch keine Chance gegen Katja, aber wir versuchen es heute. Naja, also wenn es auf Zeit geht, dann ist es ja ein bisschen schwierig, weil bei mir ist es so, falls ihr auch mich mal gesehen habt bei Spielen wie Apps und Games, wenn wir mal Gartic Phone spielen, dann ist es so, du hast ein paar Sekunden zu zeichnen und du bist einfach nur so. Ja, stimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass es heute auch genauso wird. Wir gucken mal, aber ich kann nicht versprechen, dass es bei mir besser wird. Ich glaube, wir haben beide gleiche Voraussetzungen. Ich habe ja letztens schon mal René und Donny gezeichnet. Sind die, glaube ich, echt gut aus. Ja, danke, das ist lieb von dir, aber ich finde, die sind... Aber wenn man erkennt sie auf Also jeden das Fall. Gefällt mir ganz gut, aber dieses von Donny, da muss ich einfach nur lachen, wenn ich das sehe. Deswegen haben wir in unserem Lostopf Donny und René heute nicht mit drin, sondern alle anderen nur aus der Crew, ne? Okay, also heute ist es ein bisschen anders. Genau, es ist hier mal aus der Crew. Es könnte Danja sein, es könnte Ellie sein, Claudio, ne? Wir ziehen gleich einen Namen und wir ziehen mit, was wir diese Person malen werden. Wir haben Filzstifte da, wir haben Wasserfarbe da und hier haben wir noch Buntstifte und Bleistifte. Ach nö, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man einfach nur so Wasserfarben zieht, dann, oh mein Gott, das wird wirklich anstrengend. Vielleicht wird es wunderhübsch, wir werden sehen. Naja. Naja. Es ist eine Challenge, eine Nachmalen-Challenge. Und ich glaube, das haben wir gerade schon gesagt, 5 Minuten haben wir jeweils auch noch für das Bild. Also keiner erwartet, dass da ein perfektes Kunstwerk bei rauskommt, Katja. Ja, okay. Okay, bist du bereit? Ja. Okay, dann ziehen wir den ersten Namen. Ich bin bereit. Ich hab dich. Ich hab Ellie. Oh, okay, cool. Oh. Jetzt müssen wir noch ziehen, welches Material. Oh, bitte keine Wasser. Bitte keine Wasser. Filzstifte. Wasserfarbe. Ich freue mich. Also Filzstifte, da kann ich mir... Bitte schön, hier sind die Filzstifte. Und ja, ich werde dann jetzt Katja mit Wasserfarbe malen. Hier bitte schön ein Blatt für dich. Oh, okay, das wird bestimmt wunderhübsch sein. Naja, also... Aber ich habe ja den Vorteil, ich kann immer einfach zu dir rüber gucken. Stimmt. Ja, Ellie würde ich sehr wahrscheinlich auch noch... Aber du würdest es genau, weißt ja, wie sie aussieht, ne? Ich starte jetzt einen Timer von 5 Minuten. Wo ist denn der Timer? Mal wieder Timer, 5 Minuten und Start! Ich hab keine Ahnung. Warte mal, 5 Minuten, das ist ja richtig wenig. Das ist richtig wenig. Wie soll ich starten? Ich hab keine Ahnung, wie ich starten soll. Soll ich es hübsch machen? Soll ich es irgendwie machen? Ich hab keine Ahnung. Denk nicht zu lange nach, Katja. Oh Gott. Und weil mit Spinnstiften, das ist ja das Problem, dass ich halt... Das Problem ist, wenn man Wasserfarben hat. Oh Gott, ja, das ist sehr schwierig. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, ich hatte jetzt hier leider nicht so eine richtige Farbe, die deiner Hautfarbe entspricht. Es ist, glaube ich, in Ordnung. Mit Wasserfarben ist, glaube ich, vielleicht wird sich auch hier gleich unsere Freundschaft auflösen und Katja so... Was? Das war echt so gemacht? Was hast du getan? Sehe ich so aus für dich? Guck mal kurz zu mir, Katja. Okay. Okay. Ja, also ich versuche gerade einfach nur mal irgendwie Ellie zu zeichnen aus dem Gedächtnis. Das wird jetzt schon spaßig. Mal gucken. Ich mache einfach nur irgendwie. Das erkennt man auch schon mal, das war immer. schon mal ein bisschen. So, jetzt kommt ein Ja, bei mir ist es jetzt gerade, ich habe so gerade hier so einen Umriss quasi gemacht und jetzt muss ich ins Gesicht zeichnen und das wird sehr schwierig. Da habe ich keine Lust gerade drauf. Bei Wasserfarbe hat man immer das Problem, dass das auch so verläuft. Die laufen gerade schon, deine Haare einfach ins Gesicht rein. Deswegen wollte ich keine Wasserfarben haben. Ich bin so froh, dass ich keine Wasserfarben habe, aber Filzstifte sind auch nicht so gut, weil ich kann die nicht wegradieren. Und wenn ich was an Fehler mache, dann ist das einfach nur da. Dann ist es halt da. Welche Augenfarbe hast du? Ich habe grün, grau, grün. Soll ich mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben? Gerne. Wir haben noch die Hälfte. Sieht nicht aus wie Ellie.
Das ist ein Problem. Das sieht nicht wie Ellie aus. Ach nö. Sieht ein bisschen aus, als hätte ich hier ein kleines Kind mit Wasserfarbe das gemalt. Aber. Das ist. Wir sind alle Kinder. Wir sind alle irgendwo drin. Ja. Irgendwo drin sind wir alle Kinder. Das stimmt. Von daher. Da muss ich dir recht geben. Ach nö, nein. Es gibt kein Braun. Guck mal kurz zu mir, Katja. Ah ja, bitte. Es gibt kein Braun, dann muss ich halt die Haare doch schwarz machen. Okay. Oh nein. Ich wollte dir ein Piercing malen. Und das ist jetzt verlaufen. Jetzt habe ich einen Bart wie Claudio. Ja, okay, alles ist klar. Ist es Katja oder ist es Claudio? Ja, keine Ahnung. Keiner weiß das. Alles gut, ist doch verständlich. Ich sehe ja auch also ein bisschen aus wie Claudio. Ist doch verständlich. Das ist so wirklich das Problem. Hier gibt es kein Braun. Ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe hier auch so einiges nicht. Ja. Same. Ich einfach mal. Ah, nein, ich mach's nur noch schlimmer. Ich hab Katjas Part noch schlimmer gemacht. Jetzt muss ich wohl noch die ganze Haut aufmalen, weil ich das auch noch nicht gemacht habe. Und das sieht jetzt. Das sieht doch voll schön aus, Katja. Ja, aber das Problem ist, ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt mit dem Ausmalen noch alles schlimmer mache. Und das tue ich auch tatsächlich. Kann Katja es schlimmer machen als ich? Sieht schon gut aus. Ich guck noch mal kurz auf unseren Timer. Oh, 7 Sekunden, 6 Sekunden, nein, 5 Sekunden, nein, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Stopp! Warum habe ich damit angefangen? Jetzt sieht es nicht gut. Oh, das ist doch voll cool. Warum habe ich angefangen mit dem Ausmalen? Warum? Warum habe ich das hier einfach nur so gelassen? Und das wäre ja gut, es war vielleicht schon nicht so ganz realistisch. So, es sind noch 20 Sekunden. Ich fange an mit Filzstift ein komplettes Gesicht aus. Ich wusste nicht, wie ich das machen. Ja, okay, alles klar, dann sieht es so aus. Dann sieht es halt so aus, dann ist. Das sieht jetzt auch so. Also, so. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Also, na gut, mit diesem halb ausgemalten Gesicht ist ein bisschen komisch, aber ich zeig dir das mal hier, Katja. Ich halte es mal neben dich. Du hast mein Piercing. Was ist mein Piercing hin? Ja, das habe ich weggemacht, weil ich dachte, was ist dir lieber? Kein Piercing oder Bart? Ja, eine gute Frage. Aber nee, es sieht eigentlich so, also halt, man, also ehrlich gesagt, Wasserfarben sind auch schwierig mit Wasserfarben, Leute zu malen. Also deswegen, es sieht gut aus. Ich glaube, wir machen noch eine Runde. Okay, gerne. Genau, gerne vielleicht machen. Können wir das in der nächsten Runde besser machen. Und dann am Ende, ich meine, du hast jetzt das Kunstwerk schon gesehen, kündigst du mir die Freundschaft? Das ist, ich habe schon gesehen, das ist eigentlich ganz gut. Also ich würde auch sagen, das ist eigentlich ganz okay. Du musst es dir nicht einrahmen. Es ist in Ordnung, wenn du es dir nicht einrahmst. Es ist in Ordnung. Also Katja, ich hätte es auch nicht besser gemacht mit Wasserfarben. Wasserfarben sind das Schlimmste. Ich habe tatsächlich, ich glaube noch so vorgestern ungefähr, ich musste für meine Geschwister was für den Kindergarten Wasserfarben was zeichnen. Das war schrecklich. Nein. Obwohl Wasserfarbe ist so schön, wenn man einfach so einen Hintergrund oder so malen muss. Dann kommt ja, das ein bisschen genau. Aber wenn man, wir hatten keinen Feiliner, also wir hatten keinen so schwarzen Stift, deswegen musste ich ganz dünne Linien, danke schön. Linien mit Wasserfarbenzeichen, das war richtig anstrengend. Ich wette aber, Katja hat es gut hinbekommen, wenn ihr auch glaubt, dass Katja es gut hinbekommen hat. Ja, ich habe auch dafür 5 Stunden gebraucht. Für ein Kindergartenprojekt. Wie das immer so ist in der Schule, wenn jemand so das Kunstwerk mit nach Hause nimmt und die Mutter malt es zu Hause zu Ende oder so. Ja, in meinem Fall ist es die Schwester. Gut, da haben wir jetzt wieder die 4 Zettel für die 4 Materialien und wir haben hier noch ein paar Leute, die gemalt werden müssen. Du kannst doch jetzt mal. Okay, ich fange jetzt mal an. Ich habe einen Zettel und ich habe eine Person. Claudio! Felix! Oh, Claudio und Felix. Okay. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht wieder die Wasserfarbe benutze. Okay, dann. Mach du mal einfach nur so richtig mischen. Und tada! Jetzt darfst du ein Zettel nehmen. Ich darf nehmen. Oh, ich habe Buntstifte. Wieder Filzstifte? Oh nein. Willst du gerne ein anderes Material? Dann darfst du noch malen. Dann ist aber das Risiko, dass du Wasserfarbe bekommst. Was haben wir? Was sind denn die anderen drei? Warte mal, es gibt Filzstifte? Es gibt Bleistifte. Gibt's noch. Bleistifte. Ich weiß nicht, ob ich das Risiko angehen möchte. Ich lasse es einfach nur mal so. Also ich mache mal einfach einen Filzstift, okay, weil ich habe wirklich Angst, mit Wasserfarben zu malen. Und ich möchte, dass Felix nicht Du kannst die Angst heute hier überwinden, wenn du möchtest. Warum? Nee, dann muss ich. Dann zieh ich schon mal. Klar, Kathi, dann zieh ich schon mal. Also halt nicht, dass ich jetzt einfach nur... Ich nehme mal das hier. Dann wird's schwarz-weiß, aber ein bisschen anders. Okay, Claudio und Felix. Ich starte uns wieder den Timer. Wie sieht Felix aus?
Gute Frage. Das ist eine gute Frage. 3, 2, 1, es geht los. Haben wir einen Radiergummi? Ach, ach dann kann ich auch mit Bleistiften nichts mit gradieren. Ach, nö. Alles klar. Ach nein, warum habe ich jetzt schon mit der Linie angefangen? Ich weiß nicht, was ich mit der Linie machen muss. Ich bin aber nur so, ich fange einfach nur mit einer Linie an. Ich weiß nicht, ob ich halt... Okay, ich zeichne einfach nur genau die gleiche Pose wie bei Ellie, weil es am einfachsten ist. Ja, wir können ja gleich auch nochmal zu Ellie und zu Claudio gehen. Oh, hat Claudio überhaupt so einen krassen Bart wie hier gerade mal? Ich glaube nicht, ne? Das sieht ein bisschen aus wie ein Weihnachtsmannbart, den ich hier gerade male, aber... Ich weiß nicht, wie Phoenix aussieht. Ich weiß, dass der so komisch jetzt mittlerweile ist. Nein, nicht komisch, sondern so... Ah, der hat hier blaue Haare. Ja. Der hat hier blaue Haare. Aber ich kann es eh nicht ausmalen, weil ich mit Bleistiften mal doch nö. Dann weiß man gar nicht, dass es Felix ist. Nicht so toll, nicht so toll. Ich habe ja letztens einen Funko-Pop-Block gemacht, der aussah wie Felix. Aber da hatte gerade noch keine blauen Haare. Genau, da hatte noch keine blauen Haare. Aber ich denke mal auch nicht, dass er für ewig blaue Haare behalten wird. Ich glaube, es ist nur eine temporäre Kolorierung. Ist nicht so wie bei mir. Einfach nur. Du hast ja Natur aus lila Haare, ne? Ja, klar. Klar. Felix aus. Felix. Sieht Felix so aus? Ich bin nicht sicher. Ich mache einfach nur genau die gleiche Pose. okay. Weiß nicht. Haben wir viel Zeit? Es sieht nicht aus wie Claudio, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht kann ich ja noch haben wir. Ich guck mal, wie viel Zeit wir noch haben. Wir haben noch 2,5 Minuten. Dann kann ich mir Zeit lassen mit Augenbrauen zeichnen. Mache ich gerne. Ich habe ja bisher auch nur mit Schwarz gemalt, aber jetzt mache ich mal bunte braune Haare. Buntbraune Haare. So, und braune Augen male ich noch, Claudio. Bei mir passiert es auch manchmal, dass ich einfach sowas wie die Augenbrauen vergesse oder so. Ja, das ich kenne ich. Also ich habe sehr oft irgendwas vergessen früher. Vor allem auch als ich klein war. Ach nein, wie sieht das denn aus? Das sieht jetzt gar nicht schön aus. Irgendwie sieht der nicht aus wie Claudio. Ich muss mir, glaube ich, noch mal ganz schnell ein Bild von Claudio angucken. Ich habe ja noch 1,5 Minuten. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe keine Ahnung. Wie sieht die Nase von Felix aus? Keine Ahnung. Ja, gute Frage, ne? Welche Nase hat er? Das so sieht Claudio. Jetzt auch... Sieht Felix also aus. Aha, also irgendwie habe ich, glaube ich, ein bisschen viel Bart gemalt. Aber... Ja, doch. Ist das Schummeln eigentlich? Was denn, wenn ich gucke, wie Claudio aussieht auf dem Bild? Ich glaube, das ist erlaubt, oder? Ist das erlaubt? Hat Felix einen Bart? Ich glaube, so ein bisschen. Ja, das weiß ich, weil ich ihn ja letztens als Funkpop gebastelt habe. Und da habe ich auch noch mal extra nachgeguckt. Felix hat so einen leichten Bart. Aber nicht so einen Rauschebart, sondern so ein... Ja, so ein bisschen überall. Ich zeichne mal ein bisschen Bart. Das sieht jetzt wirklich nicht aus wie Felix, aber okay, alles gut. Ist nicht schlimm. Und das ist sehr komisch, so anatomisch bei mir jetzt gerade. Ich habe gerade festgestellt, das sieht jetzt sehr ein bisschen anders aus. Also, ja, irgendwie sieht der auch noch nicht aus wie Claudio. Claudio, das sieht so freundlicher aus als dieser Mann hier, den ich gemalt habe. Claudio sieht freundlicher aus? Ja, freundlich aussehen. Tut er doch, oder? Ja, das tut er wirklich. Also, Claudio sieht freundlich aus. Ob er so wirklich freundlich ist, ist er. Der ist ja auch oft freundlich. Mann. Ach ja. Oh nein! Oh nein, die Zeit ist rum. Das ist doch schön geworden. Das sieht super schön geworden. Sieht aber nicht aus wie Felix. Er hat nur leider noch keine Pupillen. Genau. Ja, hat er nicht. Doch, ich finde, es sieht ein bisschen aus wie Felix. Auch die Haare. Ja, es ist ein bisschen in der Natur. Also, ich habe hier so ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen. Oh, alles gut. Also, wenn ich noch ein bisschen Farben hätte. Ja. So richtig offiziell ist der bei dir unterwegs mit so einer Fliege. Das ist so eine Fliege, ne? Ja. Aber findest du, dass es so aussieht wie Claudio? Irgendwie nicht, ne? Er sieht... Sieht dumm. Findest du? Ein bisschen. Er sieht irgendwie anders aus als Claudio. Irgendwie so... Er ist so... Ja, so... Mäßig. Also finde ich zumindest. Wollen also, wir es Claudio mal zeigen jetzt? Wir gehen los. So, wie ist bei Claudio? Hallo Claudio. Hallo. Oh, ist das hier weihnachtlich? Ja. Oh mein Gott, das habe ich auch gar nicht gesehen. Ja, ist schon etwas weihnachtlich. Hallo. Wir haben mal wieder, du kennst uns, wir haben mal wieder gemalt. Diesmal mit einer Malexpertin. Ja, Kathi. Kathi gegen Katja. Kathi, du hast sehr, sehr schlechte Karten. Sorry, ja, aber... ich weiß. Habt ihr gemalt oder gezeichnet? Unterschiedlich. Wir mussten auch noch das Material auslosen, mit dem wir gemalt haben. Ja. Und ein Porträt war auch von dir mit dabei. Ich wollte gerade sagen, lass mich raten, ihr habt uns gezeichnet. Ja, richtig. Okay. Ich zeig dir, ich war diejenige, die dich gezeichnet hat. Ich leg's dir einfach mal hier hin. Ja, sechs Minuten. Ja. Oh.
Hä, ist doch voll gut. Ist doch voll gut mit der, ja, mit der roten Fliege. Ja, mit der gut. Fliege so richtig offiziell. Nur, nein, nein, Moment. Ja. Nur wenn ich mit den Haaren, mit der Haare, aber habe ich braunes Haar? Ein bisschen brauner Schimmer. Wenn Licht in dein Haar fällt, dann schimmert es leicht braun. Ja, okay. Ja, die Augenbarte stimmt, der Bart stimmt. Ja, ich trage gerne karierten Hemden, das stimmt auch. Aber wann habe ich die Fliege getragen? Ich habe kurz bei dem Instagram geguckt und da habe ich gesehen, dass du so eine Karriere, also so ein kariertes Hemd und eine Fliege. Ja, nee, aber das ist gut gezeichnet. Das ist gut gezeichnet. Also, freut mich doch. Hast du auch ein Bild von mir gemacht, oder? Nein. Okay. Aber wir werden dir jetzt noch mal kurz zeigen, wen wir noch gezeichnet haben. Du ich gebe dafür 9 Punkte. Oh, danke. Und 10. Wurden gar keine Punkte. 1 bis 10, 9 Punkte. Okay, super, danke. Gut, dann haben wir hier eine Person. Wer könnte das sein? Ist doch klar, oder? Das ist Katja auf jeden Fall. Ja. Das erkennt man. Aber es könnte auch Eva, also von früher sein. Von, stimmt. Von, die junge Eva. Von früher. Ich meine, Eva von früher. Eva von vor 2 Monaten, 3 Monaten. Aber ich habe an dem, wie nennt man das? Piercing erkannt. Und ja, an den Augenfarben. Ja, okay. Ja, cool. Ja, nicht in den Haaren, gar nicht. Okay, dann hat Katja noch 2 Personen. Womit wurde das gemacht? Mit Wasserfarbe. Ah, okay. Okay, das war etwas schwieriger. Ich würde mal sagen, ich würde auch mit dieser Person anfangen. Wer könnte das sein? Danja. Danja, oder? Warte. Dunkles Haar, Locken? Warte. Wen haben wir noch hier? Wen haben wir denn noch in der Crew? Ellie? Ja! Oh! Ja, aber ich hatte nicht so viel Zeit. Und nee, das ist auch wie Danja. Ja. Aber Danja trägt so, solche Ohrringe nicht und eigentlich meistens kein Pferdeschwanz. Das macht meistens irgendwie immer Ellie deswegen. Ich war einfach nur so, wie sieht Ellie aus? Naja, also sorry. Das ist eher aus wie Danja. Kannst auch mal Punkte sein, wenn du willst. Du kannst hier genau für dieses Bild auch noch, ich akzeptiere auch, wenn du sehr wenig Punkte hast. 9 Punkte hier. Wirklich? Ja, ist gut. Okay, gut. Dafür gibt es leider nur 6 Punkte, weil ich... Raus! Weil ich, raus mit dir! Weil ich, raus! Ihm, das meinst du, ihr müsst, wenn du raus. Weil ich nicht erkenne, wer das war. Okay. Und dann ein Bild gibt's noch. Felix! Yay! Ja. Okay. Dafür gibt es 10 Punkte. Okay, das ist schön, das freut mich. Aber eigentlich finde ich Felix so... Sieht überhaupt nicht so aus. Doch. Kannst du aber noch Jahre malen? Und kannst du vielleicht noch Pupillen malen? Ich finde, das sieht ein bisschen gruselig aus. Ja, die Pupillen sind noch nicht da. Aber wow, aber. Ja, ich habe Bleistifte gezogen tatsächlich und ich durfte nichts ausmalen. Willst du das vielleicht wenig schenken? Und ich glaube, da wird sich darüber freuen. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber cool. Das war so 5 Minuten. Ich würde dir das Bild auch schenken, wenn du möchtest. Muss nicht sein. Nein, ich weiß es. Danke. Wie okay, Claudio, wir gehen dann mal weiter. Ach, ihr geht noch weiter präsentieren? Ja. Ja, dann brauchst du es ja wieder. Ja. Aber dann gibst du es mir. Ja, okay, mach ich. Okay. Ja. Bis dann, danke schön. Bitte schön. Danke für die großzügigen Punkte. Ja, gerne. Ach, Katja, dafür gibt es übrigens 10 Punkte für Felix. War super. Dankeschön. Ellie war nicht da. Leider nicht. Aber ich finde, Claudio hat sehr gut Punkte verteilt. Also wir gucken nochmal. Dafür hat er, glaube ich, wie viel gegeben? 9? 9. Und nochmal 9. Echt jetzt? Ja. Ich glaube, dafür 10 bekommen, dafür 6. Oh nein. Ich würde dir aber auch nochmal ein paar Pünktchen geben. Also. Alles klar. Also ich meine. Also warte mal. Ich meine ja einfach nur, damit es nicht so gruselig ist. Vielleicht ist es immer noch gruselig. Ach Gott. Ich mach es noch gruseliger, aber alles gut. Das habe ich noch schlimmer gemacht. Also ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe von Claudio insgesamt mehr Punkte bekommen als Katja. Es tut mir leid, also ich finde deine Bilder deutlich schöner als meine. Aber, sieht die jetzt auch ein bisschen wie Felix? Ja, ich finde, sie sieht aus besser wie Felix und ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Bild geworden. Wenn es euch Spaß gemacht hat und wenn wir vielleicht doch mal eine Mal-Challenge machen sollen, hier sind noch ein paar Leute drin. Ja, stimmt. Ein paar Leute fehlen noch. Wir haben Danja noch nicht gemalt. Wir haben Eva noch nicht gemalt. Und Donny. Donny hast du schon. Ach doch, Donny habe ich ja gemacht. Das habe ich verdrängt, dass ich Donny gemacht habe. Nee, wen haben wir denn? Eine Person fehlt da auch noch. Ja, ach so, mich? Mich selbst. Ja, stimmt. Genau. Wenn wir die noch malen sollen beim nächsten Mal, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr euch freut, dass wir heute eine Künstlerin da hatten, dann einen Daumen nach oben da lassen. Welches Bild fandet ihr am schönsten? Welche Punkte hättet ihr verteilt? Ich verstehe auch, wenn ihr Katja sehr viele Punkte gegeben hättet. Nein, du hast doch auch schön gemacht eigentlich. Ja. Ihr könnt ja auch mal unten, schreibt einfach in die Kommentare. Claudio, Katja, Felix und Ellie. Welche Punkte hättet ihr für die Bilder gegeben? Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, abonnieren, Glöckchen aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.